Oh Mann! Hey, ich bin der Jonas Eberswald und wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem duzen. Hallo, Herr Lehmann. Ah, hallo. Hallo, Herr Lehmann. Hallo, Heidi. Hallo, Karl. Frank. Ungewöhnlicher Ort fürs Wirtschaftsministerium, aber uns in Planungsräumen sind wir Veranstaltungen, deswegen haben wir uns entschieden, in die Stadtpartei zu kommen. Unser Thema ist heute die Ausbau- und Erhaltungsstrategie der Staatsstraßen 2030. Minister Ludwig hatte gestern bereits in der Kabinettspressekonferenz darauf hingewiesen, dass das quasi das erste Thema ist, was konkret umgesetzt wird. Und ich würde jetzt ohne große Vorrede an Martin Dudi übergeben. Kurzer Hinweis noch rechts, der hat Platz genommen, Staatssekretär Hartmut Mangold. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben in den letzten Jahren unser Straßennetz ausgebaut und wir haben grundsätzlich ein gutes Straßennetz. Über 13 Milliarden Euro sind bis zum Jahr 2005 alleine in unser Straßennetz investiert worden. Wir haben jetzt eine Netzdichte erreicht, wo wir schlichtweg einen Paradigmenwechsel vornehmen müssen. Den haben wir auch vereinbart, denn der Fokus muss viel stärker dem Erhalt und der bestandsnahen Entwicklung der geschaffenen Infrastruktur gelten, bevor wir über weitere Neubaumaßnahmen reden. Ich habe ja in der Pressekonferenz im Mai letzten Jahres die Einführung einer Ausbau- und Erhaltungsstrategie für die Staatsstraßen für 2018 angekündigt und sie liegt jetzt vor. Wir haben dieses Papier damals intensiv diskutiert mit den Straßenbauverwaltungen, den Gremien der kommunalen Spitzenverbände, dem Verkehrsausschuss, genauso mit den Koalitionsfraktionen. Haben heute nun das Ergebnis, was ich Ihnen präsentieren kann. Das fertige Werk ist da. Was ist nun die Ausgangslage und der Inhalt der Ausbau- und Erhaltungsstrategie? Der Rechnungshof hatte uns ja auch schon einiges ins Stammbuch geschrieben. Und durch die Straßenzustandserfassung auch festgestellt, dass ein großer Teil der sächsischen Staatsstraßen in einem Erhaltungszustand ist, der dringend verbessert werden muss. Ziel ist es also, sowohl den Erhaltungszustand der Staatsstraßen als auch die Leistungsfähigkeit im Hauptnetz nachhaltig zu verbessern. Und damit das gelingt, ist einerseits das Straßennetz mit seiner Gesamtlänge von rund 4.800 Kilometern in seiner Gesamtheit in den Blick zu nehmen und zum anderen bedarf die Umsetzung der Strategie einer ganz klaren Priorisierung. Und entsprechend der Verkehrsbedeutung, also der Verbindung von Grund-, Mittel- und Oberzentren sowie der Verkehrsbelegung, also gemessen der Anzahl der Fahrzeuge, klassifizieren wir das sächsische Straßennetz. Unsere Ausbau- und Erhaltungsstrategie gliedert sich also in drei Netzklassen. Wir haben das Kernnetz, genannt Netzklasse S1. Das ist das Kernnetz für den überregionalen Verkehr mit einer hohen Verkehrsbelastung. Wir haben das erweiterte Kernnetz, genannt Netzklasse S2. Das ist der regionale Verkehr mit geringerer Verkehrsbelastung, was wiederum auch wichtig ist, um die Verkehrsbeziehungen in ganz Sachsen auch zum Kernnetz generell aufrechtzuerhalten. Und wir haben das sonstige Netz, das S3-Netz. Das ist sozusagen der nahräumige Verkehr mit einer geringen Verkehrsbelastung. Das Strategiepapier definiert jetzt folgende Oberziele. Erstens, die bedarfsgerechte Erhaltung aller Staatsstraßen im S1, S2 und S3-Netz. Das heißt, keine Straße, gleich welcher Kategorie, wird aufgegeben oder nicht mehr erhalten. Und das zweite Oberziel ist, den wirtschaftlichen und ressourcensparenden Ausbau des Hauptnetzes S1 und S2 der Staatsstraßen. Dahinter liegt auch natürlich ein Finanzierungsbedarf, den wir
auch sozusagen darstellen. Zum einen für den Erhalt auf dem aktuellen Niveau. Zum anderen geht es um die Verbesserung des Erhaltungszustandes sowie um den Ausbau. Danach sind ca. 40 Millionen Euro für die Straßen und ca. 14 Millionen Euro für die Ingenieurbauwerke erforderlich, um den Erhaltungszustand auf dem aktuellen Niveau zu erhalten. Die Erhaltungsinvestitionen sollen bedarfsgerecht erfolgen. Für die jeweiligen drei Netzklassen werden wir also Budgets bilden mit dem Schlüssel 25% für das S1-Netz, 40% für das S2-Netz und 35% für das S3-Netz. Und darüber hinausgehende Investitionen ermöglichen die sukzessive Zustandsverbesserung der Staatsstraße. Es geht also jetzt nicht nur darum, den Bestand, den wir jetzt haben, in der Qualität zu erhalten, sondern Stück für Stück auch zu einer Verbesserung der Situation zu kommen. Für den bedarfsgerechten Ausbau werden jährlich rund 20 bis 25 Millionen Euro zusätzlich zu veranschlagen sein. Ich will vielleicht an dieser Stelle nochmal deutlich machen, was jetzt der Unterschied zwischen Erhalt und Ausbau ist. Beim Erhalt geht es darum, dass eine Straße in dem Querschnitt, wie sie vorhanden ist, schlichtweg vernünftig befahrbar gehalten wird. Dass sie in ordnungsgemäßen Zustand ist, dass sie erhalten wird. Beim Ausbau geht es darum, dass wir an den Strecken sozusagen die Straße derartig instand setzen und ausbauen, dass tatsächlich der Querschnitt so ausgebaut wird, dass auch zwei Lastkraftwagen aneinander vorbeifahren können. Das heißt, wir haben auch nach wie vor Staatsstraßen, die diesen Querschnitt nicht abbilden. Deshalb müssen wir an dieser Stelle ausbauen. Also nochmal der Unterschied. Erhalt heißt wirklich, da ändern wir nicht den Querschnitt. Dort geht es nur darum, dass tatsächlich die Straße in einem ordnungsgemäßen befahrbaren Zustand gehalten wird. Und beim Ausbau geht es schon darum, tatsächlich die so auszubauen, dass eben zwei LKWs aneinander vorbeikommen. Was bedeutet jetzt diese Strategie für Sachsen? Die Erhaltungsmaßnahmen, insbesondere im S3-Netz, wird zukünftig eine höhere Priorität beigemessen. Und insgesamt können wir mehr Staatsstraßen jedes Jahr, besonders im ländlichen Raum, erhalten. Und es gibt dafür klare und nachvollziehbare Kriterien. Das Motto, wer am lautesten ruft, bekommt seine Straße gebaut, ist vom Tisch. Das wird nicht jeder Landtagsabgeordnete und Bürgermeister gerne hören. Aber es geht darum, dass wir klare Kriterien und Prioritäten haben. Bei der Erhaltung von Straßen sorgen die Bauprogramme mit einem vierjährigen Betrachtungszeitraum für die notwendige Kontinuität bei der Aufarbeitung der Menge. Die Erhaltungsschwerpunkte wiederum werden aus den Daten der aktuellen Zustandserfassung abgeleitet. Daraus resultierende Einzelmaßnahmen und den Erhaltungsumfang legt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr fest. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, der vordringliche Ausbaubedarf wird bis 2030 im Hauptnetz der Staatsstraßen in Angriff genommen, um dortige Engpässe zu beseitigen und die Leistungsfähigkeit bei der Verkehrsentwicklung zu steigern. Wir haben hier mit dieser Strategie wirklich große Vorteile oder können große Vorteile erarbeiten, denn diese Strategie schafft erstmals die Voraussetzungen, um netzklassenbezogen regionale Handlungsschwerpunkte zu setzen. Sie ist ein deutliches Bekenntnis zur Bestandswahrung und Verbesserung der Straßeninfrastruktur im ländlichen Raum und zukünftig fließen etwa ein Drittel der Erhaltungsmittel in das sonstige Netz. Sage ich deshalb, weil immer die Sorge ist, dass man mit einer Strategie sozusagen nur die Hauptstrecken finanziert und man die kleinen Straßen nicht mehr berücksichtigt. Ganz im Gegenteil, wie schon gesagt, ein Drittel der Mittel fließen in den Erhalt in das sonstige Netz. Dies trägt maßgeblich zur Verbesserung der Straßeninfrastruktur gerade im ländlichen Raum und bei der Erreichbarkeit der Orte sicher. Beim Ausbau liegt der Fokus auf der Durchgängigkeit von stark frequentierten Hauptachsen. Das Hauptnetz der Staatsstraßen hat gemeinsam mit den Bundesstraßen eine verkehrliche Beündelungsfunktion und ist von zentraler Bedeutung für die Wirtschaftsverkehr. Die Ausbau- und Erhaltungsstrategie ist aber nicht statisch, das heißt Änderung der Verkehrsentwicklung des Unfallsgeschehens oder aktuelle Straßenzustandserfassungen finden Eingang
bei der Umsetzung. Wie geht es jetzt weiter? Dieser Ausbau in der Haltungsstrategie ist seit dem 1. Januar diesen Jahres als interne Handlungsvorgabe in der Straßenbauverwaltung eingeführt. Die vordringlichen Ausbauabschnitte werden bereits im laufenden Jahresarbeitsprogramm des LASOV geplant und umgesetzt. Das spiegelt sich im aktuell mit den Landkreisen abgestimmten Bauprogramm für 2018 auch wieder. Bereits begonnene Maßnahmen werden aber weiter umgesetzt. Eine vollständige Einführung und Umsetzung der Strategie wird dann ab 2019 erfolgen. Sie sehen, wir haben jetzt eine Möglichkeit gefunden, bei der alle Staatsstraßen ihrer Nutzung entsprechend erhalten oder ausgebaut werden können. Die Baumaßnahmen können wir natürlich nicht alle mit Mal beginnen. Das bestehende Netz hat eine Belastungsgrenze und auch die Bauwirtschaft muss sich darauf einstellen. Einzelne Aufhebungen von Ausschreibungen 2017 haben dies ja auch gezeigt. Und natürlich wird manch eine Maßnahme an Ort A auf Unverständnis im Ort B sorgen. Doch die Verteilung der finanziellen Mittel ist für die Kommunen vor Ort nun gerechter als je zuvor. Nicht nur die prioritär vielbefahrenen Staatsstraßen sind somit finanziell abgesichert, sondern alle Straßen. Vor allem im ländlichen Raum kann nun sogar mehr gebaut werden, da das nicht ganz so stark befahrene S3-Netz ein eigenes Budget für die Erhaltung hat von, und ich wiederhole gerne noch einmal, 35% der Gesamtmittel. Wir haben die Weichen jetzt gestellt, damit Sachsen auch in Zukunft leistungsfähige, gut vernetzte Straßen in einem guten Zustand hat. Wir sind da auf einem guten Weg und ich bin mir auch sicher, dass die Kommunen und Kreise mit uns gemeinsam an einer erfolgreichen Umsetzung der Strategie arbeiten werden. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Und jetzt Ihre Frage. Thorsten Hilscher, Dresdner Morgenpost. Herr Minister, ich hätte zwei Fragen. 20 bis 25 Millionen Euro mehr jährlich von was? Und das zweite wäre, diese 20 bis 25 Millionen Euro mehr kompensiert das nicht einfach nur die normalen Preisschreibungen, die Inflationsfall bzw. die inzwischen mehr aufgerufenen Laufpreise? Also wir haben mit dem veranschlagten Mittel in Höhe von 40 Millionen Euro sozusagen die Bestandssicherung für die Staatsstraßen in den letzten. Wir wollen aber ja zu einer sukzessiven Verbesserung kommen und deshalb werden wir dort auch höhere Mittel auflegen. Wir haben uns gestern im Kabinett im Rahmen des Zukunftspaketes darauf verständigt, dass wir mehr Mittel in den Straßenbau hineingeben werden, um zu diesen Verbesserungen zu kommen. In Zahlen heißt das konkret, Status quo bei den Fahrbahnen 40 Millionen. Wir werden, wenn wir 10 Millionen drauflegen, zu einer deutlichen Verbesserung kommen. Und genauso bei den Ingenieurbauwerken. Da ist der Status quo 14 Millionen. Wenn wir dort 2,5 Millionen drauflegen, kommen wir zur Verbesserung. Und diese 12,5 Millionen, die wir zusätzlich benötigen, haben wir auch gestern vereinbart. Natürlich muss jetzt der Gesetzgeber noch zustimmen, das ist der Sächsische Landtag, aber wir im Kabinett sind uns einig, dass wir das so anmelden werden. Ich mache eine kurze Nachfrage, aber ist das wirklich mehr oder fängt das nicht einfach nur, deswegen habe ich das gerade ausformuliert, die Inflationsrate bzw. die allgemeinen Baupreisschreibungen auf, die eben wegen Corona-Auftragslage derzeit? Nein, das ist nicht der Fall, das ist deutlich mehr. Wenn wir uns jetzt die Haushalte der letzten 15 Jahre anschauen würden, die Haushaltsentwicklung, da würden Sie dort, ohne dass es eine konzeptionelle Veränderung gegeben hat, immer leichte Steigerungen finden, die alle immer dann den Zweck gedient haben, so etwas wie eine Inflationsverweigerung nach oben hin vorzunehmen. Das ist ein deutlicher Aufwuchs. Wir haben im Moment keine Preissteigerung, die nur annähernd da hinkommt. Ganz im Gegenteil, wir hatten vor 10 Jahren was deutlich, hätten wir deutlich mehr Mittel einsetzen müssen, um diesen Anstieg hinzubekommen. Auf einen Punkt will ich auch noch hinweisen, wenn Sie 35% der gesamten Ressourcen, die Sie haben, in das S3-Netz, in die Erhaltung stecken, bedeutet das natürlich, dass Sie damit eine Vielzahl mehr Straßenkilometer in einen besseren Zustand bringen können, wie wenn Sie den gleichen Prozentsatz in den Ausbau stecken, weil ein Ausbau deutlich länger braucht und das 2- bis 5-fache mehr an Ressourcen verschlingt. Also ein Erhaltungskilometer ist mehrfach, also eine Erhaltungseuro schafft mehrfach
so viele Kilometer wie ein Ausbauauto schafft. Und was deutlich macht, dass wir in der Relation eine wirkliche Trendwende hier vornehmen. Der nächste auf meiner Liste ist Kai Kollmann, Freiwasser. Herr Minister, können Sie mir nochmal erklären, wer jetzt wie die Kriterien festlegt, welche Straße erhalten wird und was das für Kriterien sind? Also wir haben eine Erfassung der Straßen ja vorgenommen über das Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Und diese Erfassung ist sozusagen die Grundlage für diese Strategie. Ich verweise aber auch noch einmal darauf hin, dass das nicht statisch ist, sondern auch ständig überprüft wird, weil Sie müssen natürlich die veränderte Verkehrsbelastung oder Unfallgeschehen ständig mit berücksichtigen. Aber sozusagen, es gibt sozusagen eine statistische Erfassung für dieses Netz. Das ist auch mit allen Beteiligten besprochen, weil Sie erinnern sich vielleicht auch, dass es ja da Sorgen im letzten Jahr gegeben hat. Ich denke, die konnten alle berechtigt. Das heißt, man wird jetzt also in den nächsten Jahren erst die ganz schlechten Straßen ausbessern, dann die Straßen, die nicht so schlecht sind, und dann zum Schluss die nur ein paar Schäden haben. Vereinfacht gesagt, ist das richtig so. Man priorisiert natürlich danach, wo der Bedarf am dringendsten ist. Das Wichtige. Wir sanieren die Straßen nicht nur deshalb, weil sie schön aussehen, sondern auch hauptsächlich deshalb, damit sie verkehrssicher sind. Und eine Straße, wo sich der Nutzung an die Verkehrsgefährdung heranbewegt, die ist natürlich die wir als Erste sanieren müssen, schon aus diesem Sicherungsaspekt heraus. Sie finden das auch in Ihrer Pressemitteilung, dass alle vier Jahre das Straßennetz nochmal komplett überprüft wird, immer wieder neu eingepasst wird. Also das ist ein fortlaufender Prozess, das ist jetzt nicht starr bis 2030 festgeschrieben. Die nächste Frage kam von der Leipziger Volkszeitung. Was gar nicht gesagt wurde oder wozu sich noch nicht ausgelassen haben, ist der Neubau von Straßen. Ist klar, die Erhaltung hat jetzt erstmal Vorrang, aber es gibt ja auch viele Wünsche, zum Beispiel diese Landwirtforderung der Ost-West-Tangente von Brenner oder wo auch immer, über Tolga nach Heißwasser oder andere Straßenortumgehung, spielt das jetzt keine Rolle mehr mit diesem Paradigmenwechsel? Und es gibt eine zweite Frage, die vielleicht mit abgearbeitet werden könnte, ist, gibt es in einem eine Wertschätzung für das Straßennetz, diese 4.600, mal also von 4.600 Kilometer, mal von 4.800 die Rede, was das an Wert darstellt? Ich muss ganz kurz sagen, der Unterschied von den 4.600 zu den 4.800. 4.600 ist der momentane Ist-Bestand und wir gehen von aus, im Jahr 2030 sind wir bei 4.800 Kilometern. Das ist diese Differenz, die da entsteht. Die Ausbau- und Erhaltungsstrategie hat erstmal keinen Einfluss auf das Staatsstraßenbauprogramm. Also wir haben ja nun in unseren Planungen weiterhin bestimmte Ausbauziele, Neubauziele definiert. Aber wir legen den Schwerpunkt natürlich jetzt erstmal bei dem Thema Ausbau- und Erhaltungsstrategie, um tatsächlich auch sukzessive zu einer Verbesserung der Situation des bestehenden Netzes zu kommen. Wir haben aber weiterhin Bauprojekte vor. Also das eine ist die Ausbau- und Erhaltungsstrategie, um die es eben heute geht, und das andere ist sozusagen das Straßenprogramm. Das sind aber natürlich auch Projekte, also wenn Sie gerade auf ein Projekt anspielen, das ist wiederum ja weniger eine Staatsstraßenfrage, sondern eher eine Bundesstraße. Sie kennen die Diskussion zum Bundesverkehrswegeplan, der jetzt erstmal für die nächste Zeit beschlossen ist. Inwieweit jetzt es neue Bewegungen gibt nach dem Koalitionsvertrag, auch außerhalb des Bundesverkehrswegeplans Strecken zu bauen, werden wir sehen. Ich bin dann auch sehr vorsichtig, Erwartungen zu wecken. Man muss sich das mal natürlich anschauen, gerade im Stichwort Lausitz, welche Infrastrukturmaßnahmen notwendig sind, um zum Thema Strukturentwicklung der Lausitz etwas zu tun. Aber ich würde das nie auf eine Strecke beziehen. Aber wiederum, das alles muss man nebeneinander legen, das hat erstmal mit der Ausbau- und Erhaltungsstrategie selber nichts zu tun. Der nächste auf meiner Liste ist Michael Rothe, Sächsische Zeitung. Lässt sich das untermauern, irgendwie mit Zahlen, wie viel diese 35% der S3 jetzt mehr sind, als wie das bislang gehandhabt wurde jetzt für diese übergeordneten Straßen? Und zweitens, ich kann wissen, wie objektiv ist denn diese Katalogisierung? Das passiert ja wesentlich auf Verkehrszählung, ne?
Aber ich habe jetzt irgendwie dahin und ein, wenn die Straße schlecht ist, wird die ja von den Nutzern gar nicht erst befahren. Die sagen, da fahre ich lieber eine Umleitung oder einen längeren Weg, als dass ich meinen Auspuff da verliere. Ne? Und dadurch wird die Straße automatisch dann hinten angestellt, obwohl es eigentlich dringend nötig hätte. Also, ich meine, das ist. Es ist jetzt in der Rückschau schwer einzuschätzen, wie viel Prozent es jetzt mehr sind. Ich vermute mal, das ist eine sehr deutliche Verschiebung hin zu von S1 und 2 zu S3 werden wird, weil bisher die Prioritätensetzung eigentlich war, dass die Straßen, die Netzteile, die uns strukturell am wichtigsten hier sind, also die sind diejenigen, die wir als erstes anpacken, das wollen wir jetzt nicht vom Kopf auf die Füße stellen, wir wollen sagen, die regional am wichtigsten, die von den Menschen am meisten frequentiert werden, das sind eher die S3, das sind die, auf denen sie sich jeden Tag auf jeden Fall bewegen, bei den überregionalen ist das nicht so. Und das kriegt zu den Kriterien gerüst, ob etwas S1, 2 oder 3, es gehört natürlich nicht nur, wie viele Fahrzeuge darauf fahren, das ist eher die Konsequenz von etwas, sondern welche Räume und welche Räume sie verbinden. Eine Straße, die zwei Städte mit 150.000 Einwohnern verbindet, ist mit Sicherheit eine S1-Straße und dann ist sie im Zweifelsfall eine löchrige S1-Straße und die Leute nehmen einen Umweg, wenn sie in schlechten Zustand sind. Aber das ist ein ganz wesentliches Kriterium, wie die Bevölkerungsstruktur ist und auch die industrielle Struktur. Danach wird ganz wesentlich bemessen, welche Kategorisierung eine Straße bekommt. Um das vielleicht nochmal zu ergänzen, weil das eine ist ja, wie kommt man zu der Kategorisierung von S1, S2, S3? Das hat solche Gründe, wie es Hartmut Mangold schon gesagt hat, das hat eher etwas mit der Bedeutung der Straße zu tun. Das andere ist die Frage der Priorisierung, der Maßnahmen. Und dort geht es weniger um die Frage der Befahrung, sondern um die Frage des Zustandes. Und das ist natürlich mit Augenschein sozusagen, also es wird festgestellt, wie eine Straße ist. Also von daher, das eine ist die Frage, was kommt in welches Netz, und das andere ist aber die Frage der Priorisierung von Maßnahmen. Und das ist dann eben nicht nur die Frage der Belegung, sondern Zustand. An der Stelle von mir ein kleiner Hinweis, wir haben Ihnen Fragen und Antworten gemacht, die Sie in der Pressemitteilung zu finden und Sie haben auch die komplette Ausbau- und Haltungsstrategie nochmal in der Pressemitteilung mit Ihnen oder in der Pressemappe. Da finden Sie auch nochmal den ganzen technischen Formen, also wie das gemessen wurde, wie S1, S2, wie Schäden kategorisiert wurden und so, das steht alles nochmal ausführlich drin zum Nachlesen. Die nächsten Fragen nochmal, Manfred Mahr, Leipziger Volkszeitung. Wenn mehr Geld verbaut werden kann, wenn das so durchkommt im Haushalt, dann muss ja auch mehr geplant und koordiniert werden. Ist denn in diesen Mitteln auch schon mehr Personal für das Landesamt für Straßenbau und Verkehr vorgesehen? Und noch eine angehängte Frage, welche Rolle für Radwege? Dann knapp 40 neue Mitarbeiter einstellen können, die dort genau wie dies auch in der Lage sind, diese zusätzlichen Aufgaben etwas besser zu bewältigen. Diese im Verhältnis zu diesem laufenden Haushalt haben wir 40 Personen mehr einstellen. Wir haben also einen wirklich nennenswerten Aufwuchs im Haushalt bekommen. Wie jeder, der einen Haushalt verhandeln muss, werden wir natürlich auch in diesem Jahr mit dem Finanzminister wieder darüber sprechen, ob im nächsten Doppelhaushalt unser Bedarf nicht noch besser gedeckt werden kann, aber da ist man, wie Sie wissen, immer in Gottes Hand. Die Radwege, ja. Also wir könnten damit auch, wie soll ich sagen, im gleichen Maße die Verbesserung von Radwegen zustellen oder neue Radwege bauen, wir werden aber darüber hinausgehen. Unsere Radwegeorganisation zieht vor, dass wir deutlich mehr Radwege im Verhältnis zu den Straßen bauen und ausbauen, als das in den Jahrzehnten vorher geschehen ist. Die Radwegekonzeption geht hier deutlich darüber hinaus. Und die Mittel sind für alles gleichermaßen gedacht. Also es wird nicht differenziert, sondern wir haben einen Titel, aus dem wir beides dienen können. Und wir müssen nur entscheiden, was wir bedienen wollen. So, jetzt habe ich da ein Hirschfeld, Mitteldeutscher Rundfunk. Eine ganz kurze Verständnisfrage, die 54 bzw. 66,5 Millionen, das ist die Verbesserung, hatten Sie ja gesagt, das bedeutet also Querschnittserweiterung zum Beispiel, die 20 bis 25 Millionen kommen also aus einem anderen Topf und haben damit eigentlich nichts zu tun für den Ausbau. Das sind die bereits eingeplanten. Genau. Gibt
Gibt es noch weitere Fragen? Herr Kohlmecke. Können Sie sagen, welche Region jetzt von diesem neuen Programm, dieser neuen Strategie am meisten profitieren wird? Wird das in den ersten Jahren, was die Lausitz sein, das Vogtland, das Erzgebirge? Also es werden alle Regionen davon profitieren. Es gab ja manche Zwischenrufe im letzten Jahr, die aus bestimmten Regionen gekommen sind, wo ich der Meinung bin, dass gerade die am meisten sogar bevorteilt wären, wenn es Objektivkriterien gibt. Denn sie werden, gerade wenn sie die Topografie berücksichtigen, wahrscheinlich einen höheren Erhaltungsaufwand in gebirgischen Landkreisen haben als in flacheren. Aber es gibt sozusagen keine Priorisierung nach Landkarte oder nach Landkreisen, sondern eben nach klaren Kriterien, was den Zustand betrifft. Aber ich denke, dass gerade im Erzgebirgskreis, weil der Räume ein sehr kritischer, sehr berücksichtigt wird, wie genau dort eben auch der Zustand der Straßen ist. So, schau es nochmal in die Runde. Michael Roth. Können wir an dem Ablauf ein bisschen was ändern oder Einfluss nehmen, dass zum Jahresende dann ein großer Aktionismus ausbricht, wenn die Gelder dann fließen und vorher passiert in den Monaten am nächsten? Ist dieses Programm dafür geeignet, dass man da auch was tut, um sag ich mal, eine Kontinuität mehr reinzubringen auf die Firmen, die ja noch dazu gar nicht mehr so heiß auf öffentliche Aufträge sind, wie man ja auch hört? Wir haben es in diesem Jahr tatsächlich geschafft, diesem Problem, das Sie skizzieren, deutlich beizukommen. Das ist weniger eine Frage unserer Strategie als die Frage, wann wir die Mittel zur Verfügung gestellt bekommen im Jahr, die wir ausreichen wollen, damit die Städte und Gemeinden planen und dann auch bauen können. Also im letzten Jahr hatten wir das Problem, dass uns die Mittel übertragen werden müssen, wenn ein Projekt nicht fertig wird, dass die uns erst im Mai zur Verfügung gestellt wurden. Damit hat sich sehr viel nach hinten verschoben und irgendwann ist dann der Winter da und dann sind Bauprojekte nicht mehr möglich. Dieses Jahr war es so, dass ich am 5. Mai beim Finanzminister einen Antrag gestellt habe, Januar natürlich einen Antrag gestellt habe und am 6. Mai wurde der Antrag verlockt. 6. Januar, wenn ich was falsch mache, dann auch konsequent. Am 6. Januar wurden die Mittel mir zur Verfügung gestellt. Und ich gehe davon aus, dass ich Ende Februar auch die zusätzlichen Mittel, die wir dieses Jahr bekommen haben, zur Verfügung habe. Und damit wird hoffentlich, das hängt ja nicht nur davon ab, jedenfalls aus diesen strukturellen Gründen kann es in diesem Jahr zu keinen Verzögerungen kommen. Wir sind fest entschlossen, gemeinsam mit dem Finanzministerium, dass das auch in Zukunft so funktioniert. Und was die Kollegen ja auch mal loben, und das war jetzt ein Lob an den Kollegen Finanzstaatssekretär. So, keine Frage an sich erledigt? Ja, wenn ich noch, ich habe noch eine Frage zum anderen Thema. Okay, dann keine Fragen mehr zu diesem Thema. Gibt es Fragen zu weiteren Themen? Kein Problem. Herr Dulich, Sie sind ja auch SPD-Vorsitzender hier in Sachsen. Sehen Sie eigentlich die Gefahr, dass durch diese Querelen jetzt und zwischen Herrn Gabriel und Herrn Schulz und dem Wortbruch, den Herr Gabriel Herrn Schulz vorwirft, irgendwie die Einigung zu hoch überdeckt werden konnte und damit auch das Mitgliedervotum der SPD negativ beeinflusst wird? Ja, ich sehe die Gefahr, dass wir nicht über den Inhalt eines Koalitionsvertrages diskutieren, sondern über Personalfragen diskutieren. Ich bedauere das sehr, denn es geht hier darum, welche Zukunftsaussagen machen wir mit einem Koalitionsvertrag? Was sind die Antworten auf die herausragenden Fragen dieser Zeit, wie wir mit Digitalisierung, Änderung der Arbeitsgesellschaft, mit Gerechtigkeitsfragen umgehen? Wie wir in Bildung investieren, was wir für den Osten tun und so weiter und so fort. Das sind die Fragen, die ich diskutieren will und wo ich auch gerne mit meinen Mitgliedern im positiven Sinne streiten will, ob das die richtigen Ansätze sind und warum es sich lohnt, tatsächlich in Verantwortung zu gehen. Und ich hoffe, dass es uns trotz der Personaldebatte gelingt, auch auf diesen Kern wieder zurückzukommen. Sollten beide lieber schweigen, der Parteivorsitzende und der ehemalige Parteivorsitzende? Ich will mich jetzt nicht weiter in eine Personaldiskussion einbringen, weil sonst würde ich ja das, was ich gerade gesagt habe, konterkarieren. Nächste Frage, Thorsten Hirschert, ist noch was. Da würde ich gerne noch mal anschließen. Sie haben gestern gesagt, gibt zu, dass ich nicht nur glücklich bin mit der Entscheidung von Martin Schulz. Jetzt scheinen Sie ja innerhalb eines führenden SPD-Gremiums recht unglücklich gewesen zu sein, um nicht zu sagen, Sie sind ihm direkt persönlich angegangen. Ich höre mich in Form sicher, aber. Können Sie vielleicht erst nochmal schildern, was Sie da konkret eigentlich jetzt auf dem Herzen tragen in Richtung Personalie Außenminister? Ich kann Ihnen erstmal nur bestätigen, dass ich das so gesagt habe, aber ich habe kein Interesse daran, das weiter öffentlich zu kommentieren.
Naja, aber Sie haben ja gestern auf Frage der versammelten Mannschaft hier eigentlich mit der Linse geantwortet. Das ist seine Entscheidung, die gefällt mir nicht hundertprozentig, aber jetzt scheint einfach in ihm richtig was zu grummeln. Also das heißt, von einer öffentlich sehr moderaten Darstellung zu einer inneren Wut, die Sie ja dann auch innerhalb des Parteigremiums haben, nach außen getragen. Ich kann nur wiederholen, Sie haben zwei Aussagen von mir, eine, die aus einer internen Sitzung durchgesprochen wurde, die ich aber hier bestätige, weil es macht ja keinen Sinn, das zu leugnen. Ich habe gestern etwas dazu gesagt, aus beiden Antworten können Sie schließen, wie es mir geht, aber ich möchte das nicht weiter kommentieren, weil ich möchte tatsächlich nicht noch dazu beitragen, dass diese Debatte zu einer weiteren Personalauseinandersetzung wird, sondern dass wir wirklich mit den Inhalt streiten. Glauben Sie, dass die SPD durch diese ganzen Querelen und Diskussionen, diese Vorwürfe des Wortbruchs und diesen ganzen Ärger, der da jetzt schwelt, sozusagen nachhaltig Schaden nimmt? Also es ist eine durchaus kritische Situation für die SPD, aber es gibt in Deutschland wohl keine Partei, die so ernsthaft um eine Lösung ringt. Wir sind eine SPD, die sich auf einen sehr intensiven Prozess auch eingelassen hat. Und bei anderen wird einfach nur abgestimmt und abgenickt. Bei uns ist es ein hartes Ringen. Und ich glaube, dass sich alle, die jetzt mitdiskutieren, egal in welche Richtung sie tendieren, sehr bewusst sind, dass es auch hier um die Zukunft der SPD geht.